Notfallherz. Etwa alle 5 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an einem Herzinfarkt. Nicht immer kündigt er sich durch Brustschmerzen an. Auch Beinschmerzen können Vorboten eines drohenden Herzinfarkts sein. Deswegen ist es so wichtig, dass Beinschmerzen auch zeitnah abgeklärt werden. Insbesondere dann, wenn es sich um Beinschmerzen handelt, die unter Belastung auftreten. So wie bei Matthias Aschmann. Der 53-jährige Journalist bewegt sich gern, ist Hobbywanderer, bis irgendwann nichts mehr geht. Die Entwicklung war relativ dramatisch. Die Beschwerden haben sich kontinuierlich gesteigert, so stark, dass ich dann tatsächlich regelmäßig nach 200 Metern stehen bleiben musste, weil die Schmerzen dann doch so akut wurden. Ich habe dann versucht, natürlich, dass das nicht so auffallend ist, stehen zu bleiben, recht unbeteiligt. Und wenn da halt ein Schaufenster war, dann habe ich halt ins Schaufenster geschaut. Matthias Aschmann denkt an Muskelschmerzen, geht zum Orthopäden. Der stellt fest, ein Bein ist kürzer als das andere. Der Arzt verschreibt Einlagen. Weitere Untersuchungen gibt es nicht. Diese Einlagen trägt er fast ein ganzes Jahr, doch sein Bein schmerzt weiter. Schließlich fragt er seinen Hausarzt Walter Pahl. Hier ist er wegen seines zu hohen Cholesterinwertes schon seit vielen Jahren in Behandlung. Heute schaut sich der Arzt auch die Beine an, fühlt den Puls an Füßen und Leiste. Dabei spürt er, der Puls am linken Bein ist schwächer. Ich befürchte da eine Durchblutungsstörung des linken Beines, die in Zusammenhang steht mit ihrem erhöhten Gefäßrisikoprofil. Das ist gefährlich für das Bein, wenn wir das nicht weiter abklären und eventuell dann auch behandeln. Sind seine Gefäße schon verkalkt? Der Arzt überweist ihn an einen Gefäßspezialisten. Einen Tag vor dem Termin in der Medizinischen Hochschule Hannover will er morgens noch einmal zu seinem Hausarzt. Ihn quält eine schmerzhafte Bronchitis. Die Dusche war warm und trotzdem hatte ich so einen gefühlten kalten Schweißausbruch. Konnte das auch irgendwie nicht einordnen. Dann wurde mir auch noch schwindelig, schummrig vor Augen und ich musste mich festhalten. Das war schon sehr merkwürdig, auch beängstigend. Ist die Bronchitis schuld oder ist es das Herz? Der Hausarzt hat einen schlimmen Verdacht und schreibt ein EKG. Das ist unauffällig. Erst im Blut sieht er, der Troponin-T-Wert ist stark erhöht. Dieses Eiweiß wird immer dann frei, wenn Herzmuskelzellen zerstört werden. Verdacht auf Herzinfarkt. Matthias Aschmann wird sofort in die Brustschmerzambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover eingeliefert. Er hat große Angst und hofft, dass es doch nur die Bronchitis ist, die für den Schwindel unter der Dusche verantwortlich war. Um jetzt ganz sicher zu gehen, kommt er ins Herzkatheterlabor. Dort sehen die Kardiologen sofort, ein Herzkranzgefäß ist verschlossen. Der schlimme Verdacht hat sich bestätigt, er hatte einen Vorderwandinfarkt. Um das Gefäß wieder zu öffnen, setzen die Ärzte einen Stent mit Hilfe eines Ballonkatheters. Das war natürlich schon ein Schock, denn ich hatte eigentlich gehofft, der Kelch geht an mir vorüber, alles noch rechtzeitig erkannt. Und eigentlich wollte ich ja auch in die Klinik, um die Beschwerden mit dem Bein beheben zu lassen. Und dann das, also ein Herzinfarkt und das mit 50. Das war dann schon sehr beängstigend, zumal mein Vater auch einen Herzinfarkt gehabt hatte und an den Spätfolgen daran auch verstorben ist. Nach dem Notfalleingriff am Herzen ist endlich sein Bein an der Reihe. Ist dort auch eine Arterie verschlossen? Per Ultraschall stellt der Gefäßspezialist fest, die Durchblutung im linken Bein ist gestört. Was ich bei Ihnen vermute, ist, dass Sie einen Verschluss im Bereich des Beckens haben und das erklärt Ihre eingeschränkte Gehstrecke. Und hier hilft uns nur eine weitere Schnittbildgebung, ein CT, eine Computertomographie mit Kontrastmittel, um nochmal zu sehen, wie lang ist der Verschluss. Nach dem CT gibt es keinen Zweifel mehr. Der Verschluss im linken Bein ist 7 cm lang. Die Engstelle muss beseitigt werden. Andererseits ist das Herz durch den Infarkt geschwächt. Verkraftet es eine weitere OP? Wir wissen, dass bei Patienten, die eine Atherosklerose in den Beinen haben, mit Durchblutungsstörungen, dass 75% dieser Patienten im weiteren Verlauf einen Herzinfarkt entwickeln. Von daher ist die zügige Abklärung nötig. Denn die Schmerzen in den Beinen von Matthias Aschmann waren ein Signal dafür, dass auch seine Herzkranzgefäße verkalkt sind.
Und als sich diese verschlossen haben, kam es bei ihm zum Herzinfarkt. Und das Risiko bleibt. Matthias Aschmann entscheidet sich für den Eingriff am Bein, aber minimalinvasiv, um sein Herz zu schonen. Doch der Katheter kommt nicht ganz durch, es fehlt ein halber Zentimeter. Jetzt müssen die Chirurgen ran, legen einen Bypass im Bein, eine vierstündige OP. Aber sein Herz ist zu sehr geschädigt. Während der OP hat er einen zweiten Infarkt. Zum Glück hat er auch den gut überstanden. Jetzt nimmt er Medikamente, trainiert täglich auf dem Ergometer und seine Beinschmerzen sind komplett verschwunden. Es war die richtige Entscheidung, den Verschluss entfernen zu lassen. Auch wenn, ich sage es mal, fast alles schiefgelaufen wäre. Aber es ist noch mal gut gegangen. Ich kann wieder richtig laufen und gehen. Und das ist einfach Lebensqualität pur.